So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Tutorial. Und ja, heute ist der erste Teil vom Script-Tutorial dran. Sprich, wir wollen unseren ersten NPC erstellen und zumindest schon mal den Tagesablauf dafür bestimmen und ja, eine INI-Datei einrichten, erstellen, wie auch immer. Und ja, was machen wir jetzt dafür? Beziehungsweise was brauchen wir? Wir brauchen wieder das Modkit, eventuell das Update, falls ihr das machen möchtet. Also ihr solltet das schon machen. Und die Report-Version, das brauchten wir auch schon beim letzten Tutorial. Ab jetzt werde ich das nicht mehr dazu sagen. Das ist Standardvoraussetzung. Und ja, als nächstes kommt, brauchen wir dann jetzt den Stampfer und Exa-Only-Patch. Hier installiert ihr das, die Stampfer-RAR-Datei eröffnen, Stampfer ausführen, hier, ganz klar. Und dann installieren. So, ich habe das Ganze jetzt schon einmal installiert. Und in das Verzeichnis. Also hier, Programme, dann hier Stampfer. Und hier sehen wir es. Hier haben wir den Stampfer. Hier ist die Exe auch vom Stampfer. Und jetzt, um den Patch zu installieren, das ist diesen Exe-Only-Patch. Ziehen wir Stampfer-Exe einfach hier rein. So, wenn wir die hier reingezogen haben, dann können wir den Stampfer jetzt einmal öffnen. Eventuell als Administrator, falls ihr mehr als ein Benutzerprofil habt. Und ja, dadurch, dass ich den Stampfer schon einmal geöffnet habe, kommt hier keine Abfrage. Bei euch wird sehr wahrscheinlich eine Abfrage kommen, wo euer Script-Verzeichnis ist. Ja, das Script-Verzeichnis gibt er wie folgt an. Also ihr geht auf C, dann hier auf euer Laufwerk, auf euren Ordner, dann halt euren Gothic-Ordner. Hier mein das Tutorial, unterstrich Work, Data, und dann hier Scripts, habt ihr schon. So, dann auf Übernehmen. Mache ich jetzt hier gleich mal, ja, hier Stampfer wird neu gestartet. Alles in Ordnung. So, jetzt haben wir hier diese nackte Oberfläche und wir gehen einfach mal auf Datei neu, um erstmal eine Datei angelegt zu haben. Und als nächstes gehen wir auf Tools, Gothic und Gothic Instanzen und aktualisieren das hier mal alles über dieses Symbol. So, was wir jetzt haben, ist eine kleine Hilfe. Und zwar können wir Instanzen und sowas, zum Beispiel hier die ganzen Insert-Codes wären das praktisch für die Leute, die die Sachen noch nicht verstehen. Also die Instanzen kann man hier sehen und auch durchsuchen. So, aber kommen wir jetzt erstmal zu den grundlegenden Sachen von Gothic Scripts. Also das erste ist, die Gothic Scripts liegen in, Moment, Scripts Content, die liegen in einer .d-Datei vor. Wofür steht D? Für Daedalus, der Piranha Bytes Script-Sprache, also hier ist von Piranha Bytes, ist jetzt nicht unbedingt schwer zu verstehen und eventuell fragt sich der ein oder andere, muss ich denn programmieren können, um ein Script zu erstellen? Und da ein ganz klares Nein. Also ich habe es auch mit, ich glaube, 13 oder so angefangen und auch mit 13 schon so weit verstanden, dass ich Dialoge und alles machen konnte nach, ich glaube, 3 Wochen oder so. Also wenn man einmal drin ist, dann packt man das eigentlich auch. Von daher, gerade hier durch ein Tool wie Stampfer ist es nochmal sehr vereinfacht. Und ich hoffe, durch das Tutorial kann ich euch vielleicht ein bisschen ermutigen, doch mal sich ans Skripten ranzutrauen. Denn der Satz, es ist nicht für jeden, was der stimmt, das stimmt nicht. Wer das möchte, der kann das dann. Auch nach ein bisschen Übung, ein bisschen Eingewöhnung. Und ja, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen uns erstmal ein NPC-Script anschauen. Wir nehmen jetzt mal. Wen nehmen wir mal? Nehmen wir mal Ona, den Großbauern. Und wir haben jetzt hier diesen Script. Was uns auffällt ist, das Script ist eingeteilt. Moment, ich lösche das mal kurz raus zur Vereinfachung. Also das Script oder das Script ist eingeteilt in einen Kopf. Das wäre das. Das ist der Kopf des Scripts. Und in einen Rumpf.
Wir sehen hier wird der Rumpf praktisch geöffnet, also eine geschweifte Klammer. Hier wird die geschweifte Klammer abgeschlossen mit einem Semikolon. Sprich, die Funktion ist beendet. So, was hier drin steht, ist dann halt das, was passiert oder was die Information der Instanz. So, das hier unten öffne ich mal wieder. Wir sehen, diese Instanz ist jetzt eine neue Instanz, also eine andere. Diese gehört nicht hier dazu, wird aber später, das erkläre ich gleich noch, über diese Funktion aufgerufen, beziehungsweise verbunden. So, jetzt schauen wir uns mal den Owner-Script an. Wir sehen hier Instanz, also hier wird definiert, was das ist, eine Instanz. Dann Bau, also für Bauer, Unterstrich 900, Unterstrich Owner. 900 ist die ID, wie wir hier sehen können. Und diese darf nur einmal im Spiel verwendet sein. Wir müssen dann also schauen, gibt es die ID schon, und daher nimmt man am besten eine hohe Zahl. Also für unseren NPC, den wir gleich erstellen. Und Name Owner, der muss nicht mal Owner sein. Also der ist nur relevant in der Instanz, wie wir die dann aufrufen. Der Name kann jetzt hier auch ein Großbauer sein. Das würde keinen Unterschied machen. Gothic wäre das praktisch egal. So, da wir aber nichts in den Originalskripten verändern wollen, weil man sowas nicht macht, lassen wir das so. So, wir kopieren uns jetzt diesen Skript und dieses Skript und sehen, jetzt ist hier alles schwarz. Warum ist hier alles schwarz? Wir haben eine neue Datei angelegt und diese Datei ist jetzt im TXT-Format noch, beziehungsweise kann der Editor, der Stampfer, den wir hier nutzen, weiß noch nicht, was muss man hier einfärben und was nicht. Meiner Meinung nach sieht das jetzt noch sehr unübersichtlich aus. Was wir machen wollen, ist jetzt unseren NPC erstellen. Erstmal mache ich das hier zu. Und zuerst wollen wir die grundlegenden Sachen erstmal speichern und abspeichern und danach gehe ich nochmal auf die einzelnen Sachen ein. Okay, wir haben jetzt hier die Instanz und ich lege jetzt einfach mal fest, wir möchten gern einen NPC erstellen, der in der Gilde Miliz ist. Sprich, eine Stadtwache zum Beispiel. Geben jetzt hier also die Gilde MIL für Miliz. Wie was welche Gilde heißt, könnt ihr zum Beispiel über die Autokorrektur hier sehen. Die ist eigentlich relativ selbsterklärend. Hier Gil und dann M. Dann sehen wir, was gibt es für Gilden, die mit M anfangen. Hier sehen wir Meatbug Miliz wäre hier. Die nehmen wir jetzt auch. Und ja, ansonsten muss die Gilde hier nirgendwo verändert noch werden. Anders ist es jetzt bei der ID. Wir nehmen jetzt einfach mal die ID 9900 und ich nehme jetzt hier mal die 2. Ihr könntet die 0 nehmen, aber da ich schon mal ein paar Test-NPCs erstellt habe, nehme ich jetzt hier die 99002. So, diese ID ist nirgends verwendet. Das ist, wie gesagt, sehr wichtig, sonst. Wenn es zwei IDs gibt, bekommt er dann eine Fehlermeldung. Das wollen wir natürlich nicht. So, ID, hier wieder 99002. Jetzt könnten wir zum Beispiel mit Steuerung F noch suchen, wo ist denn die ID 900 noch überall definiert. Und wir sehen jetzt hier, aha, in der Daily Routine TA anmelden. Was heißt denn TA anmelden? Ja, Tagesablauf angemeldet. Sprich, dieser Tagesablauf RT Start 900 wird jeden Tag für den NPC verwendet. Sprich, der NPC sitzt jeden Tag in seinem Thron und schläft jeden Tag von 9 bis 12, da, 9 bis 21 Uhr. Da komme ich gleich aber noch drauf zu. So, das heißt, hier muss natürlich, sonst wäre es wieder doppelt die 999002. Und das gleiche hier natürlich auch. So. Jetzt wollen wir den NPC, wie nennen wir den? Den nennen wir. Jetzt fällt mir kein Name ein. Nennen wir ihn Philipp. Und Anzeigename. So. Jetzt haben wir hier unseren Philipp. Was machen wir mit dem Philipp? Wir kopieren uns seine Instanz. Mit Steuerung C kopiere ich sie und gehe jetzt hier unter den Dateireiter
Speichern unter. So, ich bin jetzt hier schon in dem NPC-Verzeichnis. Ihr wisst jetzt vielleicht nicht, wo das genau ist. Also geht ihr einfach hier auf lokalen Datenträger C, Programme, JoWood oder wo ihr es auch immer gespeichert habt. Das sollte dann gleich aussehen. Unterstrich Work, Data, Scripts, Content, Story. Und hier haben wir NPC-Ordner. Wir sehen hier halt nochmal die ganzen Original-NPCs aus Gothic 2. Und wir sehen, die wurden immer mit der Instanz abgespeichert. Und fügen die Instanz hier ein. Wichtig jetzt, noch nicht abspeichern. Würden wir jetzt abspeichern, würde die Datei in einem TXT-Format uns vorliegen. Mit der kommt Gothic nicht klar, die kennt Gothic praktisch nicht. Daher Punkt D. Wichtig, das für alle Dateien machen, die ihr hier erstellt. Seien es Dialoge, Trigger oder halt ein NPC-Skript. Also jetzt speichern und tada. Alles ist eingefärbt, alles ist übersichtlich. So, beginnen wir jetzt mal das Skript aufzuschlüsseln, was ist. Teilweise sehen wir das hier schon. Also erstmal noch an zwei senkrechte Striche und dann ein Text zum Beispiel. Bedeutet, zwei so schräge Striche bedeuten, dass etwas auskommentiert ist. Sprich, man kann einem anderen Scripter eine Nachricht hinterlassen. Das hat auch Piranha Bytes zum Beispiel angewendet, um untereinander kommunizieren zu können in den Skripten. Wir sehen es hier, die Sachen sind von Piranha Bytes. Damit können wir dann auch ganze Dialoge auskommentieren. Also Gothic sieht die Dialoge nicht, obwohl sie im Skript stehen, aber halt auskommentiert. So, hier oben ist ja, also die Gilde. Ziehe ich noch mal ein bisschen zurück. Gilde ist klar. Dann die ID sollte auch klar sein. Und Name. Wobei der, wie gesagt, nicht wirklich relevant ist. So, hier steht dann noch NPC Default. Das ist bei den NPCs normal. Es gibt nur ein Anwendungsgebiet, wo wir das ändern. Da komme ich in ein paar Tutorials drauf zurück. Also für den Anfang immer NPC Default. So, hier beginnt jetzt der NPC-Script. Name, Gilde, ID haben wir ja schon geklärt, sollte soweit klar sein. Voice, wofür steht Voice? Zum Beispiel, wenn er zum NPC hingeht und die Waffe zieht, sagt er ja, hey, steck die Waffe weg. Die Stimme ist hier definiert, welche Stimme das sagt. Denn für jede Stimme gibt es ja einmal die Aufnahme, hey, leg die Waffe weg oder steckt die Waffe halt weg. Sollte klar sein. NPC Flag könnte man, wir können jetzt mal die Autokorrektur, ein weiteres Feature vom Stampfer, sprich, was ich ja schon gezeigt habe, wenn man das hier wegmacht, man kann sich die Sachen hier anschauen. Sprich, bei den Flags steht auch hier dahinter Immortal oder Null. Hier gibt es zum Beispiel noch Ghost. Quahotron ist zum Beispiel ein Ghost. Also es wäre dann durchsichtig oder halb transparent. Also ein halbtransparenter NPC. Wollen wir aber nicht. So, der NPC-Typ haben wir NPC-Typ Main. Hier gibt es zum Beispiel noch eine alternative NPC-Typ Ambient. Dann hätte er diese ganzen ambiente Dialoge automatisch, die man. Wenn man ihn anspricht, die er dann hätte von einem Typen aus der Gilde Miliz. So, B-Set Attributes to Chamber brauchen wir nicht, da wir ohne Kapitel jetzt erstmal alles machen. Daher 1. Die Fight-Taktik, ja, sollte auch klar sein. Wir nehmen hier mal Master, der dahinter steht, auskommentiert, was es für Möglichkeiten gibt zur Auswahl. Equipped Item ist die erste. Oder ist eine der Funktionen, die wir dann anpassen können. Equipped Item ist zum Beispiel jetzt in diesem Fall eine Waffe. Um das Ganze jetzt nochmal aufzuschlüsseln, ist praktisch. Ich verschiebe es mal runter. Ich kommentiere das hier wieder aus, damit ihr das lesen könnt und Gothic danach nicht rummeckert. Das wäre jetzt die Funktion. Also die Funktion Equip Item. Also Gothic wird damit gesagt, oder dem NPC-Script ist halt definiert, welches Item angelegt werden soll. Dann die in Klammern, das ist halt die Syntax, das ist halt so. So, dann wer. Also wer das Item equipped haben soll, das ist self.
innerhalb des NPC-Scripts ist Self immer der NPC, der hier im Kopf de definiert ist. Das ist auch in den Script, in den anderen Skripten dann so. Ansonsten könnte man hier auch dann die Instanz vom NPC einfügen. Aber das geht, wie gesagt, oder braucht man nicht im NPC-Script, weil da gibt es ja nur einen NPC, den man, mit dem man etwas anstellt. So, und dann hier ist der Insert-Code, beziehungsweise zack. Beziehungsweise die Item-Instanz, die dann hier definiert ist. Auch hier könnte man wieder die Autokorrektur benutzen, um zu schauen, was gibt es denn so unter ITMW. Aha, okay. Brauchen wir nicht. Wir nehmen jetzt erstmal hier diese Bauernwaffe. Bcreate Ambient Inventory ist einfach nochmal eine Funktion, damit etwas im Inventar liegt. Jetzt kommen wir zu den Visuals, also wie der NPC aussieht. Da haben wir hier eine Funktion BSet NPC Visual. Das wäre zum Beispiel, also ist dann, muss man in der Funktion halt noch ein paar Sachen angeben. Erstmal wieder für wen oder für welchen NPC das ist. Das ist hier Self in diesem Fall. Danach das Geschlecht, Male. Ich schreibe es einfach nochmal der Übersicht halber drüber. Schlecht. So, das nächste ist in Anführungsstrichen Hum Head Fat Bald. Das ist die das Kopf Mesh. Oder na, wir nennen es einfach mal Head Mesh. So, dann hier ist die Face unterstrich N unterstrich Old Bald und so weiter. Das ist die Kopftextur. Und jetzt hier hinten noch Body Text, sollte klar sein, ist die Hautfarbe. Hier kann man wieder, wie gesagt, mit der Autokorrektur schauen, was gibt's denn. Und wichtig vielleicht ist zum Beispiel, wenn wir einen dunkelhäutigen NPC haben wollen und jetzt nicht genau wissen, was hat er denn für eine Body Textur, orientieren wir uns einfach an den Originalspiel. Dunkelhäutig bin zum Beispiel ich, also im Spiel Fisk. Und sehen hier Body Text P, B, Entschuldigung. Und können dann hier B machen und wüssten, er wäre dunkelhäutig. So, und ganz hier hinten ist noch ITAR unterstrich H. Das ist ganz einfach Rüstungsinstanz. So, die Rüstungsinstanz. Hier wollen wir natürlich eine Milizrüstung haben. Haben jetzt hier die Auswahl, welche wollen wir? Und entweder unterstrich L, also für Light oder Leichte, oder für Mittel oder Mittlere, also Medium, keine Ahnung. Also unterstrich M nehmen wir jetzt einfach mal. MLD Set Model Fatness ist halt wie dick der NPC ist. Nehmen wir hier jetzt einfach mal 1. MLD Overlay MDS. Sind jetzt praktisch Animation, ist eine Animation und das wäre die Animation zum Laufen, also wenn er ganz normal, ganz langsam läuft. Zum Beispiel bei Magiern, die tun ihre Hände so verschränken vom Körper und laufen dann halt langsam. Sollte jeder von euch kennen. Hier ist jetzt Arroganz, wir nehmen einfach mal hier Relaxed, damit wir keinen Tippfehler haben. Kopieren wir uns das Home-Relaxed. Zack. Punkt NDS, das ist halt die Animationsendung dafür. Dann hier unten noch hier werden NSC oder NPC relevante Talente werden vergeben. Mit dieser Funktion lassen wir standardmäßig die BSet Fight Skills lassen wir auch so. So, hier unten die Daily Routine, also die tägliche Routine, lassen wir. Und hier wird ja das jetzt aufgerufen. Frage natürlich jetzt, gibt es den Wegpunkt in unserer Welt? Klares Nein, insofern ihr nicht die Original-Gothic-Welt benutzt. Und selbst dann hätte Ona und unser NPC Philipp ja den gleichen Tagesablauf. Das wollen wir natürlich nicht. Aber ich erkläre ihn euch nochmal kurz. Also,
mit TA und dann dem Nachfolgenden wird die Tätigkeit definiert, also TA sit, TA throne, also TA sit throne, sitzt im Thron, also er sitzt irgendwo. Wir können es ja hier nochmal. Wir sehen jetzt hier die ganzen TA-Funktionen, können wir uns dann eine raussuchen. Wir nehmen jetzt hier einfach mal, was nehmen wir? Stand arm crossed. Also steht mit gekreuzten oder verschlossenen Armen da. Von, jetzt kommen wir zum nächsten. Von bis, also von 9 Uhr, also Stunde, Minute, bis 21 Uhr. Und dann schläft er von 21 bis 19 Uhr, von 21 bis 9 Uhr. So, ganz einfach eigentlich. Das nächste, was wir machen, ist ein jetzt diesen Wegpunkt, der hier definiert ist, der heißt Wegpunkt, den setzen wir in unserer Welt. Sprich, hier erstmal noch so, Wegpunkt, an dem der NPC steht. Wir speichern das Ganze nochmal und gehen zum nächsten über. Wir öffnen unseren Spacer. Habe ich ja beim letzten Mal im kleinen Spacer-Tutorial gezeigt, wie wir den öffnen. Also öffnen wir den hier mal. Na, der braucht ein bisschen. So, und öffnen jetzt unsere Zen-Test-Insel hatten wir beim letzten Mal. Die nehme ich jetzt einfach mal im Tutorial wieder. Und wir fliegen jetzt mal zu dem Haus, was wir beim letzten Mal notdürftig natürlich nur eingerichtet haben. Hier. Und ja, was machen wir da? Erstmal, unser NPC soll ja mit den Armen gekreuzt stehen. Also mit verschlossenen Armen. Wo soll der stehen? Wir definieren jetzt einfach mal, er soll hier stehen. Seht ihr das? Ja, wie machen wir das? Hier ist ein Reiter, mit dem wir auswählen können. Waypoints und Free Points. Ein Waypoint ist halt ein Wegpunkt, wie der Name sagt. Den können wir mit Rechtsklick erstellen. Und ich nenne ihn jetzt einfach mal WP unterstrich Philipp 01. So könnte man den nennen. Ihr könntet den spezifisch nennen, wie ihr wollt. Wichtig ist, immer alles in Großbuchstaben zu schreiben. Also ihr könnt jetzt auch NPC Waypoint 1 oder so. Er könnte so heißen. Theoretisch könnte er auch so heißen. Also was ich euch damit sagen will, ist, es ist egal. Ihr müsst den halt dann nur wiederfinden und ordentlich definieren. Also WP Philipp 01. So. Mit OK. Den können wir dann ganz normal wie ein WOP. Ups. Wie ein WOP können wir den anklicken. Mit M können wir den wieder steuern und hier hinstellen. So. Hier steht er jetzt. Und was noch wichtig ist, was ich euch gleich mal zeigen kann noch, ist zum Beispiel der Aspekt. Ich stelle den Wegpunkt hier an die Tür. Und ja, was wir jetzt noch definieren, ist ein Free Point. An dem Free Point steht der NPC dann und hier muss man auch definieren, was es für ein Free Point ist. Zeige ich euch kurz. TA Stand Arm Crossed hat dieses Stand schon drin und das ist dann auch relativ wichtig. Danach muss man den Free Point definieren. Also Free Point, FP für Free Point. Und den nennen wir dann Stand. Das muss jetzt sein und danach könnt ihr spezifisch wieder hinschreiben, was ihr wollt. Ich nenne den jetzt so. Und ja, was gut ist, ist, wenn ihr das Ganze jetzt so platziert. Was ich aber zeigen möchte, ist euch später, der NPC sucht sich den Free Point. Er geht dann einfach zum Free Point. Er würde niemals an dem Wegpunkt, also wenn jetzt hier der Free Point wäre und hier der Waypoint,
Er würde niemals an diesem Punkt stehen, mit den Armen also überkreuzt. Das würde er nicht machen. Er würde immer zu dem freien FP-Stand Free Point gehen. Ja, das kann ich euch gleich zeigen. Also wenn wir den NPC dann spawnen und die Mod starten, steht der NPC hier. Oder wird hier gespawnt auf jeden Fall. Aber läuft dann immer hierher. Und steht dann den ganzen Tag hier. So. Was jetzt noch ist, wir haben ja noch ein Schlafen. Also er muss ja noch schlafen irgendwie. Klicken daher den Waypoint. Den Waypoint klicken wir an. Und mit Steuerung festgehalten und I können wir hier einen neuen erstellen. Und wichtig ist für jeden NPC so das zu machen. Denn, warum, zeige ich gleich. Also erstmal nenne ich den wieder WP. Oder nein. Moment. Ich mache das Ganze ein bisschen einfacher. Wir schieben den Waypoint zum Haus. Um euch das jetzt nochmal ein bisschen zu vereinfachen. Um das dann im Endeffekt einfacher aussehen zu lassen, können wir. Moment. Hier den WOP-Name ist das ja praktisch nur noch Sleep anfügen, damit wir dann wissen, aha, der Waypoint ist zum Schlafen. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, fürs Bett braucht man also kein Freepoint. Nein, das Bett ist ein Mob. WOP und Mob haben wir ja beim letzten Mal schon behandelt kurz. Und für eine Mob braucht man kein Freepoint. So, das nennen wir jetzt erstmal 02, weil es auch für den ja, hier für den Waypoint ist. An sich könnten wir das Ganze auch komplett anders nennen. Das wäre wirklich scheißegal. So, wir haben jetzt hier den Waypoint Philipp unterstrich 01 unterstrich Sleep und mit Steuerung I createn wir jetzt einen neuen Waypoint, also WP unterstrich nenne ihn jetzt einfach mal Stand, um das Ganze dann halt übersichtlicher zu haben. Wir könnten diesen jetzt auch WP Tim nennen oder sowas und den ersten da hinten trotzdem Philipp. Gothic ist das egal. Warum, zeige ich gleich. So, wir platzieren ihn mal hier. Und durch das Steuerung I und nicht dadurch, dass wir jetzt hier über so einen neuen Wegpunkt created haben, können wir folgendes schauen. Wir gehen auf Toggle Lines und dann auf WayNet und sehen, aha, hier ist eine rote Linie. Das ist ja das Netz praktisch vom bzw. für den NPC. Er würde, wenn er zum Wegpunkt 2 läuft, immer diesen Faden praktisch langlaufen. Wofür genau ist das denn jetzt? Beispiel, wir wollen, dass der NPC hierher läuft. Klar, hierher. Und dann einfach hier in die Ferne schaut. So, würde der NPC jetzt hier seinen ersten Tagesablauf vollenden und dann die Anweisung bekommen, es ist um 9 Uhr, er soll 9 Uhr darüber gehen, dann würde er 9 Uhr darüber gehen. Aber wie würde er denn laufen? Ganz klar, er würde, Moment, ich muss hier mal kurz hoch, er würde, wenn das jetzt, nein, das klappt nicht, er würde praktisch, ich zeige es jetzt mal hier in der Mitte mit diesen, er würde hier anfangen zu laufen und würde durchs Wasser versuchen, hier hinterzukommen. Aus dem Wasser würde er nicht rauskommen, er würde stecken bleiben. So, was das Waynet jetzt macht, ist praktisch, wir können hier zusätzliche Punkte verteilen, also Waypunkte, die können wir hier rundherum verteilen und er würde dann hier hinkommen. Es würde der gleiche Wegpunkt, sagen wir sagen, das ist ja WP Philipp unterstrich, also WP unterstrich Philipp unterstrich 02 Stand und würden jetzt hier drüben ein WP Philipp unterstrich 0, sagen wir einfach mal 10, würden wir hier hinten hin tun und er würde zu dem Waypoint 10 hinlaufen, aber durchs Wasser. Machen wir dann jetzt hier noch verschiedene Punkte hin, die auch im Wegnetz mit drinne sind. Moment, meine Maus spinnt. Die mit im Wegpunkt Netz drinne sind, dann würde er diese Routine, die wir hier haben wollen,
auch laufen. Er würde also nicht durchs Wasser gehen. Das ist ein wichtiger Punkt und einer, den viele Anfänger ja nicht machen, leider. Also machen wir Folgendes. Wir wollen, dass der NPC irgendwann darüber läuft. Um eine bestimmte Uhrzeit klicken also wieder Steuerung I, WP 03 nenne ich das jetzt mal, um das Ganze fortzusetzen. Ihr könntet das jetzt unterstrich 300 nennen. Also wie gesagt, Gothic ist das egal. Dadurch, dass wir die Toggle Lines drin haben, sehen wir jetzt auch direkt, wo der NPC dann langlaufen würde, wenn er losgeht, um dahinter zu kommen. Was auch noch ein Anwendungsgebiet ist, zum Beispiel, wenn der NPC hier oben steht und den Helden irgendwo hinführen soll, dann muss der NPC ja genau wissen, wo er langläuft. Und man definiert praktisch nur einen Start und ein Ende und das dazwischen wird über das Wegnetz gemacht. Also er würde dann, wenn wir hier die Wegpunkte langsetzen, genau wissen, wo er lang zu laufen hat. Ja, ich hoffe, das ist jetzt so ordentlich erklärt. Ihr versteht das. Mein Spacer buggt hier die ganze Zeit noch ein bisschen rum. Beziehungsweise es könnte auch meine Maus sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Also WP Philipp unterstrich 03. Ich kopiere mir jetzt mal hier den Namen bis zur 0, damit das Ganze ein bisschen flinker geht. Und dann halt immer wieder den neuen Wegpunkt anvisieren, Steuerung I 04. So, mit M kann man wieder bewegen. Soll dann hier lang. So, dann klicken wir. So, 04 wieder an. 05 haben wir jetzt. Der soll dann hier lang gehen. Kann er auch noch mal kurz hinfliegen, damit das ein bisschen besser zu koordinieren gilt, geht. Wir sehen auch hier, das alte Netz kann man natürlich beliebig verändern. So, drehen den ganzen Spaß jetzt noch mal. So, fahren wir noch ein bisschen runter. Zack. So, und hier vorne 06 Stand. Nehmen wir wieder Stand, weil hier vorne steht er dann halt mal wieder ein bisschen. Steht er dann hier halt rum. So. So, das war jetzt Mist. So, passt. Also M, so. Hier soll er dann halt wieder mit verschränkten Armen stehen. Also wieder FP Stand. Das war klar, das ist das Wichtige. Und dann nehmen wir das jetzt hier Philipp. Aussicht zum Beispiel. Also der Freepoint-Name ist dann eh komplett egal. Wichtig ist halt der Anfang mit dem Freepoint-Stand. So, hier würde der NPC dann stehen. Er würde hier rumlaufen. Und tja. Ich hoffe, das war soweit verständlich erklärt. Ich hoffe, ihr versteht das auch mit dem, mit den Freepoints. Eine Liste, was für welchen Tagesablauf, welchen Freepoint ihr da braucht. Packe ich nochmal in die Beschreibung, wie ihr das selber herausfinden könnt. Schauen wir uns im übernächsten oder nächsten Tutorial dann auch nochmal an. Testen werden wir das Ganze jetzt noch. Wollen wir das jetzt schon testen? Nein, wir testen es im nächsten. Oder? Nein, Moment, wir speichern erstmal. Wichtig natürlich, wir speichern das Ganze nochmal. Und lassen das jetzt am besten auf. Um dann jetzt nochmal schnell zu schauen, wie hieß denn der Freepoint genau. Ich kann jetzt erstmal schauen für den, für das Schlafen. So, jetzt buggt mein, jetzt buggt er wieder ein bisschen. Also hier über View und, ja, so, bam. Also wir sehen hier WP unterstrich Philipp unterstrich 01 unterstrich Sleep ist zum Schlafen der Waypoint. Hier können wir direkt den Waypoint einfach angeben. Gehen jetzt hier auf den Stampfer. Haben hier den TA Sleep und ändern schon mal den Wegpunkt. Schlafen oder die Zeiten ändern wir auch gleich noch. Komme ich gleich noch drauf zu. Stand Arm Crossed haben wir zum einen. Moment. So, ja, Hotzblitz. So, haben wir jetzt hier WP unterstrich Philipp unterstrich 02 unterstrich Stand ist der erste zum Stehen. Zack.
Und was wir jetzt noch machen wollen, ist, dass er ganz, also sehr früh am Morgen da vorne auf dieser Plattform, was wir da gerade hatten, steht. Das machen wir jetzt mal von um 9. Hier beginnt, um 9 endet ja der Schlafens Ablauf. Also von um 9, sag mal einfach mal bis um 15 Uhr steht er da. Und wichtig jetzt natürlich, wir müssen das noch ändern. Ab 15 Uhr steht er dann vor seinem Haus bis abends. So, das speichern wir jetzt. Und ja, was wir jetzt als nächstes machen, ist, wir müssten den NPC, der ja jetzt hier ist, noch in der Welt spawnen. Also damit er dann am Anfang da rumsteht. So, wie machen wir das? Mit Steuerung O öffnen wir erstmal wieder hier dieses Dialogfenster. Gehen auf Data. Beziehungsweise bei euch hier, ihr seht ja diesen Pfad. Work, Data und dann Scripts, Content, Story, NPC. Hier sehen wir jetzt erstmal noch, den kann ich löschen. Das ist mein alter NPC-Versuch. Der genauso. Also wir sehen hier unseren erstellten NPC. Und haben hier eine Startup. In dieser Startup wird definiert oder wird gemacht, welche was gespawnt wird. Also Monster. Was noch? NPCs und all sowas halt. So, ich mache jetzt hier nur mal einen ganz kurzen Cut. Ich nehme schon wieder 36 Minuten hier auf. Wir sehen uns gleich wieder, dann erkläre ich euch, wie das mit der Startup geht und wie wir das Ganze dann testen. So, weiter geht's. Also, wir öffnen hier die Startup-Datei. Und, nein, Moment. Ich bin mir gerade unsicher, ob ich es gezeigt habe. Ist egal, ich zeige es einmal nochmal. Also, wir gehen hier in unseren Ordner Work, Data, Scripts, Content, Story und hier haben wir dann die Startup. So, hier sehen wir auch schon die Startup aus den Originalspielen. Ist jetzt wahrscheinlich relativ verwirrend für euch. Hier haben wir aber zum Beispiel ein Testlevel. Das könnten wir jetzt gleich mal nutzen. Wir ziehen es einfach mal runter. So. So, ich nenne es jetzt mal Tutorial Mod, um das Ganze hier ein bisschen übersichtlicher zu haben. Na. So. So ein bisschen übersichtlicher ist es dadurch schon, finde ich. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Wir haben hier Startup, also Funk Void. Damit wird eine Funktion definiert. Startup, das ist das, was wir wollen. Unterstrich Testlevel. Gothic sucht sich anstatt Testlevel halt hier drin immer die Zen dann auch, also die Welt, die sucht sie sich. Also müssen wir schauen, wie heißt unsere Zen? Testinsel haben wir sie genannt. Also nehmen wir hier Testinsel. Das heißt, die Startup ist jetzt für die Testinsel hier definiert. Alles, was hier drin steht, kommt in die Testinsel. So, dann der nächste Aspekt ist diese drei Sachen, die für uns erstmal irrelevant sind, hier oben rein zu kopieren. Normalerweise in den Originalspielen und so ist es so gemacht, dass sie immer noch mal eine extra Funktion haben, also mit einem Init Test Level, beziehungsweise bei uns wäre es Init Test Insel. Brauche ich meiner Meinung nach nicht. Bei mir funktioniert es auch ohne. Und ich habe auch noch nie sowas benutzt. Also keine Angst, es wird auch so laufen. Also es ist dann noch übersichtlicher, einfach eine Startup nur zu haben. Und ja. Wir nennen das jetzt hier einfach mal Config. Config für die Startup zum Beispiel wird hier mit den Monster-Attributen definiert, dass die Monster auch automatisch angreifen, wenn sie dann feindlich gesinnt sind. Also zum Beispiel ein Wolf greift automatisch an. Ansonsten wäre das leider nicht so. Daher diese drei Funktionen hier. So. Jetzt wollen wir hier noch natürlich unsere NPCs. Hier vielleicht noch
Monster, auch wenn wir jetzt noch keine Monster haben. Übrigens, ihr seht, ich gebe hier Monster ein und die Autokorrektur ist ja noch da. Wenn ihr jetzt Eingabe drücken wollt, weil ihr Monster haben wollt, dann würde ja das hier ausgewählt sein. Einfach einmal Pfeiltaste nach rechts und die Autokorrektur oder die Autoergänzung ist dann weg. So, NPCs, wie spawnt man NPCs? Tja, auch hier orientieren wir uns wieder an den Originalskripten. Sehen überall, hier steht schon WLD, Insert, NPC. So. Hier zum Beispiel sind NPCs, das noch dahinter definiert. Wo der NPC ist und sowas könnt ihr auch gern machen. Für unseren einen NPC brauchen wir das jetzt erstmal nicht. Wir geben hier so also ein Insert. Den NPC. Hier ist die NPC-Instanz. Wo finden wir die Instanz? Klar, ups, die haben wir ja hier definiert. Also können wir auch diese kopieren. Und zack. Hier wird jetzt noch mit dem Komma abgetrennt und dann definiert, wo der gespawnt wird. Man muss immer einen Wegpunkt angeben. Und wir nehmen jetzt einfach mal diesen Wegpunkt hier. Der ist an sich eigentlich nicht wirklich relevant. Der NPC wird halt dort am Anfang beim Spielstart gespawnt. Also hier wird er dann gespawnt und nimmt dann seinen Tagesablauf ein. Also er würde dann, je nachdem zu welcher Uhrzeit wir das Spiel starten, schlafen gehen oder halt irgendwo rumstehen. So, gespawnt wäre er jetzt schon mal. Wir speichern das Ganze und kommen zum nächsten. Folgendes, wenn ihr jetzt in euren Ordner geht, auf System und den Gothic Starter als Administrator ausführt, dann würde das sich bei euch öffnen. Ihr hättet jetzt hier diese Gothic Game INI und die Test Mod INI, die wäre bei euch noch gar nicht. Wenn ich jetzt die Test Mod INI starte, dann würde meine Mod starten. Wie geht das? Wie macht man das? Hier im Systemordner ist jetzt noch ganz einfach gezeigt, definiert, habe ich hier eine neue INI-Datei angelegt. Die ist sehr einfach gehalten, um das übersichtlich zu haben. Und wir gehen mal kurz ein paar Punkte durch. Also erstmal die Info, wäre dann für den Gothic Mod Starter. Da steht da zum Beispiel an der Seite eine Beschreibung. Also das ist erstmal noch nicht wichtig für uns. Die Version, der Autor, die Website, die Beschreibung und das Icon, das wäre auch alles dort definiert. Files am VDF lassen wir erstmal komplett weg. Kommen wir ganz, 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 ganz zum Schluss erst zu, was da reinkommt. Hier die Files ist halt definiert, wo was liegt. Das lassen wir auch so. Settings ist jetzt wichtig. Hier ist die Welt angegeben, in der das Spiel gespawnt wird. Und wir hatten natürlich vor uns schon unsere Welt. Unter Work Data Worlds hier. Kopieren wir einfach die ganze Testinsel. Da soll ja unser Spiel, unsere Mod gestartet werden. Testinsel.zen. So, der Player bzw. der Held ist PC-Hero. Das ist der Standardheld. Und ja, hier unten bei den Optionen sind noch ein paar Sachen eingestellt, die nicht wirklich jetzt von Relevanz sind. Das sind so Sachen, die man auch dann unter Einstellungen einstellen kann. Die können man jetzt hier über die INI einstellen. Wichtig vielleicht hier noch ist zum Beispiel die Zeit, an der das Spiel startet. Wir können da jetzt testweise einfach mal um 10 Uhr starten und könnten dann schauen, das ist oder ob es denn 10 Uhr ist. So, dann speichern wir. Wichtig hierbei nochmal, speichern unter Test Mod oder ihr könnt die nennen, wie ihr wollt und dann Punkt INI. So, jetzt kommt hier, ist bereits vorhanden. Möchten Sie diese ersetzen? Ja. Solltet ihr keine Rechte haben, speichert es auf dem Desktop und fügt es dann einfach in den Systemordner ein. Ich hoffe mal, das ist kein Problem. Ich kann sie hier nochmal zeigen jetzt. Die Test-Mod-INI. Hier 10 Uhr unsere Einstellung. Hier Testinsel wurde übernommen. So, jetzt geht's ans Eingemachte, denn jetzt können wir testen. Dafür gehen wir hier auf den Gothic-Starter. Bei euch wäre jetzt auch hier diese Testmod.ini wichtig. Skripte parsen. Das heißt, unsere veränderten Skripte, zum Beispiel hier dieser Philipp, diese komplett neue Datei, diese wird von Gothic mit ins Spiel
einbezogen, sprich, die werden mitgepasst. Wichtig, Spacer schließen, sonst gibt es ganz, ganz große Probleme. Und ja, beim Gothic Starter, ihr könnt jetzt im Fenstermodus starten, ihr könnt ohne Sound, ohne Musik, der Rest ist nicht wichtig. Hierüber könnt ihr dann später auch den Spacer starten, was ich jetzt hier mal kurz gemacht habe. Also ihr seht, ihr müsst da nicht immer erst in das Gothic-Verzeichnis und so weiter, sondern der Spacer würde sich ganz normal öffnen. Ich warte jetzt mal nicht so lange und steige jetzt auch mal kurz auf Fraps um. Moment. Na, wo ist es denn? Ja gut, jetzt hier. Leave. Leave. So. Schließen wir das Ganze. Ich starte jetzt Fraps und starte hier die Testmod. Und wir sehen uns dann gleich in-game und testen, ob der NPC da ist und ob er auch überall hinläuft, wo er denn hinlaufen soll. Also, bis gleich. Was ich gerade noch sehe, ist folgendes. Ich habe nämlich was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Ich muss nochmal kurz die Zen starten. So. Tja, denn das ist etwas, oh, das dauert mir jetzt zu lang hier. General Move Speed. Was ich nämlich vergessen habe, ist, ich habe den Tagesablauf zwar kopiert, aber hier den Wegpunkt, also diesen 06 Stand, den müssen wir natürlich noch hier drauf beziehen. Ne, sonst steht da von wirklich von 9 bis 21 am gleichen Fleck. Das ist mir gerade noch so aufgefallen. Ich wollte gerade Fraps schon starten. So, jetzt passt es nämlich alles. Er steht am Wegpunkt 06 von 9 bis 15 und von 15 bis 21 steht da an 02. So, das kann jetzt wieder zu. Und ja, ich teste es jetzt wie gesagt in-game bis. So, ich habe jetzt mal hier Gothic gestartet. Und das erste, was uns auffällt, ist, ja, der NPC hat hier noch keinen richtigen Spawnpunkt, also er spawnt in der Welt. Ist das erste. Das beheben wir dann später aber. Im nächsten Tutorial wahrscheinlich sogar. Aber das nächste ist, Gothic ist gestartet. Normalerweise, wenn was falsch gewesen wäre, gäbe es eine Fehlermeldung. Und wir sehen hier, der NPC steht hier. Es ist um 10 bis 15 Uhr, soll er ja genau an dieser Stelle hier stehen. Und in die Ferne blicken. Wir schauen jetzt mal. Philipp heißt er, sieht aus wie ohne und hat keinen Dialog. So. Ja, er sieht aus wie ohne, ist ein bisschen dünner als ohne, ist hellhäutig, also ja, hat die Milizrüstung. Steht mit verschränkten Armen da. Wir können jetzt noch mal kurz schauen. Set Time. Ja, nehmen wir mal 20 Uhr. Da sehen wir. Er ist, er steht da hinten. Was ich jetzt noch kurz zeigen ist, will, ist zum Beispiel das Raynet, also einfügen. Nehmen wir mal 0895. Was wir jetzt nämlich sehen ist. Moment, wo ist er denn jetzt? Ach, Quatsch. 0. Nee, Moment. Um 9. Ah, genau. Ja, also wir sehen, er läuft. Hier richtig. So, jetzt können wir noch mal überprüfen, ob wir das Raynet richtig gesetzt haben und er auch wirklich um den See hier rumläuft. Denn normalerweise, was ich schon gesagt habe, normalerweise würde er dann einfach zum nächsten Waypoint laufen, er würde hier durchkommen und dann nicht mehr rauskommen. So, und wir sehen hier, alles klappt. Er läuft hier um den See und stellt sich dann hierher. So. Wir sehen es, er schläft auch, kann ich auch noch mal kurz zeigen. Set Time 0. Ja, alles dunkel. Und da schnarcht er. Hier dann noch mal kurz die Voice, was ich schon angesprochen habe. Sollte normalerweise. Ja, wahrscheinlich hört ihr das nicht, weil ich den Sound ausgestellt habe. Glaube ich. aber er hat jetzt mit der Voice 14 gesagt: Oh, verdammt, was ist los? Also, Tutorial geglückt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial, wenn wir dem NPC einen Dialog verpassen, eine Quest lösen und ja, zum Beispiel auch noch einen Startpunkt festlegen.
Die INI-Datei findet ihr in der Beschreibung, genauso wie den MPC-Script nochmal, falls ihr irgendeinen Fehler habt, dass ihr den überprüfen könnt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Danke fürs Zuschauen.